Einen herzlichen Willkommenstag wünsche ich euch. Ja, heute ist der Willkommenstag hier aus Illumina City. Im letzten Part haben wir Fluxia City erkundet. Und ich habe euch erspart offscreen irgendwie diesen Mr. Miteinander im Pokémon Center. Ich habe ihn gar nicht vergessen. Nee. Ich habe euch hier ihn nur erspart. So sagt man es doch. Egal. Und jetzt begeben wir uns zu diesem Café hier rein und ja, wie schon gesagt, im letzten Part werden wir jetzt Fladelis in den Hintern treten, weil der möchte die Welt irgendwie vernichten. Jo, läuft bei ihm. So, muss ich mit euch reden? Heute sollst du besser das Weiße suchen, sonst gibt's ja. Okay. Wenn du meinst, Rüpel, du hast gar keinen Namen, ey. Ein Irokex. Und wen habe ich draußen? Ich glaube. Yep, wir haben unsere Königin hier. Das passt sogar. Ich habe vor der Aufnahme vom letzten Part, da ist mir eingefallen, ich benutze ja Nidoking, nicht King, sondern Queen. Und da ist mir eingefallen, ach ja, ich habe noch gar keinen Namen mehr ausgedacht für unsere kleine Queen hier. Und Herr Kase, das ist, erstens passt es, ne, die Königin hier. Und zweitens, mir spontan nichts anderes eingefallen. Ja, so, Rüpel besiegt. Ohne die rote Uniform von Team Flair fehlt einfach das gewisse Etwas. Oh nein, er findet noch heraus, dass das Losungswort für die Geheimtür hier im Café Sesam öffne dich sind. Mache dich am besten aus dem Staub, sonst gibt's was. Sonst komme ich mit meinem Finger und popel dir in der Nase herum und in dem Finger war Gift drinnen und dann bist du tot. Okay, wenn du meinst. Ich möchte ja Themen ansprechen, gewisse Themen für diesen Part hier, weil es passt ja einfach. Es ist so ein Durchkämpfen, was hier das böse Team betrifft, so Kampf. Und die sind nicht interessant, deswegen ist es hier optimal, Themen anzusprechen. Ich habe mir auch das ein oder andere notiert da auf diesen Zettel hier. Und das werden wir dann machen. Aber es muss zuerst noch etwas passieren. Und ich muss mich nochmal erinnern, den EP-Teiler auszudrehen. Na, war ich nun ein Mitglied von Team Flair oder bloß eine Serviererin? Das warst du. Wenn das so weitergeht, stolpert er noch über die geheime Tür da zum Labor hin. Warum muss das sein, ey? Das ist sowas von beknackt. So, was wollte ich ausschalten? Erstens mal das hier. Zweitens mal wollte ich die Animationen eindrehen. Ja. So. Nee. So, Optionen an, auf OK drücken und dann wird es gespeichert, schön, ne? So, dann gehen wir mal. Das verdächtige Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Sieh, wie sagt die Losungsworte. Warum heißt das Losungswort? Egal. Vor der Tür. Sesam, öffne dich. Auch so bescheuert, dieses Wort, diese Lösungswörter hier. Weil was, wenn hier jemand einkaufen war, hier Kaffee getrunken hat und dann irgendwie seinem Kind eine Geschichte vorliest und dort steht, Sesam, öffne dich und dann, ja. Naja. Aber alles schön rot, das muss man sagen. Erst einmal das Geschenk aufmachen, weil das nervt da unten. Und wir könnten mal Pokémon knuddeln. Habe ich jetzt einfach so in der Basis des Feindes beschlossen. So, dann spielen wir mal mit unserer Hackhase. Hoffentlich habe ich sie jetzt nicht irgendwie falsch benannt oder sowas. Oder ich nenne sie falsch irgendwie, benenne sie, ne? Jo, was ist denn los? Leider kann ich hier... Oder kannst du mich jetzt trotzdem erkennen? Ja, es erkennt mich hier trotzdem. Weil, wie schon angesprochen, kann ich hier jetzt mein 3DS nur noch schlecht hochheben. Ich möchte jetzt keine Störungen haben. Ne? Aber so funktioniert es auch anscheinend, wie es ausschaut. Komm.
Gun! Ja. Nicht das schon wieder. Ich weiß nicht, was das. Ich hab in den 3Ds nur ein bisschen verrückt. Verrückt habe ich, da werde ich selber noch verrückt. So. Ich wollte dich nicht schlagen. Ich wollte dich mit meinem fetten Finger betatschen. Vielleicht war das ja das Problem, so. Weil ich habe jetzt keinen Bock, den Stift rauszunehmen. So, friss, Mädel, friss, Mädel. Tschüss. So. Dann schreiten wir hier weiter voran in diesem Labor hier. Oh mein Gott. Da steht ein Geist hier. Eieiei, Muchachos, willkommen. Die Welt ist an einem toten Punkt angelangt. Es ist unmöglich, alles Leben zu retten. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte in die Zukunft in den Händen halten. Willst auch du eine dieser Fahrkarten lösen? Oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Okay. Aber man muss schon sagen, er versteckt sich jetzt nicht hinter seinen Rüpeln so gesehen, sondern er kommt gleich und sagt, hey, so geht das aber hier nicht. Flortelis mit Linfu. Ist das jetzt das Theme von Team Flair oder schon von ihm? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, ist ja auch wurscht. So, Erdkräfte einfach. Nidoqueen oder Ragaver. Du vernichtest sie alle einfach. Ja, ist gut gemacht, Mädel. Und bei unserem Nidoqueenchen hier habe ich übrigens überhaupt nichts trainiert, was Spezialtraining und so betrifft, ne? So, ein Garados. Das wird jetzt auch gleich fertig gemacht werden hier. Gut, gut, gut. Okay, ich habe schon wieder voll vergessen, dass ich die Animationen doch eingeschalten habe. Mhm. Weil in diesem Kampf kann man ja die Animationen eingeschalten haben. Ich würde sagen, jetzt beim Team Flair, Rüpel, Abmetzel, Gedöns, da werde ich dann die Animationen ausschalten, weil, ja, wen interessiert. Und wie unser Nidoqueen hier einfach mal alles wegfegt von ihm. Einfach so. Erdkräfte, es trifft sogar. Aber das wird jetzt nicht so gigantisch viel abziehen. Natürlich verbrenne ich gleich auch wieder. Verbrenne die Miststück! So, Erdkräfte! Warum schaut das eher aus wie eine Feuerattacke? Naja, ist auch wurscht. Ja, Karte, du bist schon gut, du Mädel, du kleines Viech, du. Schaut hier doch ein bisschen klein aus. Aber ich glaube, Nidoqueen ist auch eigentlich ziemlich klein. Man würde schon denken, dieses Viech, das ist eigentlich größer als du, als ein gewöhnlicher Mensch. Sagen wir 2 Meter groß oder sowas, sagen wir. Ja, es gibt auch Menschen, die größer sind als 2 Meter, aber sagen wir jetzt mal so, ne? Aber nein, das ist, glaube ich, irgendwie 1,40 oder 1,50 groß. Das ist irgendwie putzig. Naja. So, Nidoqueenchen. Dieses Kramurks, das wirst du auch jetzt einfach mal so vernichten. Mit einem Donnerblitz. Und dann hat sie es gegessen, guten Flordelis. Versteht ihr? Der hat so ein Bistro oben und es hat sich. Habe ich den Timer eingeschalten? Ja, habe ich. Gut gemacht. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Yes! Fertig gemacht. Yes! Gut gemacht. Yes! Eieiei, Muchachos! Du und dein Pokémon-Team, ihr meint es also ernst? Vorzüglich, ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten. Doch hör mir zu. Einst hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens. Die Welt ist einfach zu groß.
ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fass dich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuche ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten. Oh, ist das anstrengend zu zufrieden. Nein, nein, nein. Denn doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Einer der Wissenschaftler von Team Flair hat den Liftschlüssel. Alles und jeden retten zu wollen. Dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Warum verfolgen wir ihn jetzt nicht? Wir können uns an seinen Rücken so klammern und ihn nie wieder loslassen. Und dann können wir mit ihm runter. Aber jetzt, nö. Also wirklich. Und Flordelis, ich hab's dir ja schon gesagt. Hast du nicht... Hä? Hatten wir keine Verbrennung? Bin ich jetzt blind oder was ist denn hier los? Okay. Warum bist du jetzt nicht mehr verbrannt? Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß nicht. Oder Nein, ich bin nicht mehr verbrannt. Ich weiß nicht, was ist los? Rundrohe Gewalt hebt Zusatzeffekte auf. Ist Verbrennung Zusatzeffekt? Wahrscheinlich schon. Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt habe. Naja, ist wurscht. So, aber ich würde jetzt sagen, ich Optionen ausschalten tue hier. Weil, nee. So, oder? Habe ich hoffentlich? Ja. Weil das ist ja nicht mehr interessant hier. Das ist alles reine Zeitverschwendung hier. Naja, aber jetzt kann ich ja gut über Themen reden, die ich mir vorgenommen habe. Während wir hier die Team Flair-Rüppel durchnehmen. Wie schon gesagt, Team Flair ist ziemlich unlogisch, das ganze Konzept. Der hat seine Werte, dieser Werte-Flordelis. Aber er hat lauter Idioten in seinem Team, was ihn sowas von unglaubwürdig macht. Das ist mein Problem hier. Naja. Frosch im Hals. Frösche in der Nacht. Die sind so einsam. Okay. Dann beginnen wir mit dem Stück hier. Mit dem Stück der Stückigkeiten. Naja, eigentlich, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, mir war jetzt eben bewusst, dass jetzt, in diesem Part, dass es hier Part 64 zu feiern gilt. Für diejenigen, die es nicht wissen, 64 ist meine Lieblingszahl. Und da könnte man sich schon denken, hey, es wäre jetzt schon irgendwie besser, ne? Wenn man da etwas Besonderes macht in diesem Part, ne? Wenn dir diese Zahl so wichtig ist, warum machst du dann nichts Besonderes? Das ist mir durch den Kopf gegangen. Nur das Problem war halt jetzt, nur dass es sich... Wenn ich jetzt normal einfach weitermache mit dem Let's Play hier mit diesem Spiel, dann wird Part 64 wahrscheinlich so ausschauen, was wir jetzt gerade machen. Dass wir uns hier einfach durchkämpfen. Durch diese ganzen Rüpel. Das ist natürlich nicht so was Besonderes. Hingegen wäre doch etwas Besonderes ja das große Finale, was dann wahrscheinlich nächsten Part stattfinden wird. Ja, wird's auch. Wahrscheinlich. Oder? Ja, es sind halt sehr viele Kämpfe jetzt noch. Gegen einfache Rüpel oder Vorstände oder was auch immer. Und deswegen hat es mir doch ein bisschen leid getan, dieser Gedanke, jetzt hier einfach mal drauf zu scheißen und sagen, ich nehme jetzt einfach weiter normal auf. Und wenn ich es halt knapp verpasse, dieses Finale mit Part 64, dann ist es halt so. Und wenn Part 64 jetzt nur Team Flair abschlachten ist, dann ist das halt so. Und da habe ich eben so meinen Twist gehabt. Wie soll ich das jetzt machen? Soll ich etwas Spezielles aus Part 64 machen? Aber dann dachte ich mir halt irgendwie,
Nein, ich bin kein Fan davon, der irgendwie jetzt etwas erzwingen möchte. Und das wäre ja was Erzwungenes, wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie... Ja, normalerweise, ne, wie in Inazuma Eleven. Da habe ich ja meistens, was jetzt ein Kapitelfinale betrifft, immer so einen extra langen Part. Das tue ich ja in Pokémon normalerweise eigentlich nicht, ne? Und das ist eben jetzt hier mein Problem. Irgendwie, normalerweise mache ich das in Pokémon nicht. Jetzt wegen dem Finale irgendwie jetzt ein riesen Part hier draus zu machen und sowas. Deswegen denke ich mir, nee, normalerweise mache ich das mit Pokémon nicht. Also mache ich es dann auch nicht. Ist zwar jetzt ein bisschen schade, dass Part 64 jetzt nur irgendwie so Team Flair abmetzeln ist und kein Finale. Aber es ist mal so. Weil wie schon gesagt, ich möchte es jetzt dann auch nicht erzwingen. Das ist dann nicht mehr was Spezielles. Wenn es sich wirklich ergibt durch das Aufnehmen, dass irgendwas Spezielles in Part 64 kommt, dann freut es mich natürlich umso mehr. Aber ich möchte es jetzt nicht erzwingen. In Pokémon nicht, sondern in Inazuma Eleven Go Chrono Stones, da habe ich ja das Projekt abschließen können mit Part 64. Da, das Ende vom Projekt war dann Part 64 und das war ja dann was Spezielles so gesehen. Da hat es mich doch gefreut. Aber man muss auch sagen, dass ich da gegen Ende von Inazuma Eleven Go Chrono Stones ja immer so ein, zwei Stunden Parts draus gemacht habe. Einfach nicht aus dem Grund, weil ich jetzt mit Part 64 beenden wollte, sondern einfach, weil ich... Was wollte ich? Ich glaube, ich hatte da irgendwie einen Zeitdruck, nicht mehr so viel Zeit und ich wollte irgendwie mit den Projekten zu Ende kommen. Auch mit Pokémon Perl war das so. Deswegen wurden die letzten Parts dann immer irgendwie so ziemlich extrem lange und so. So ziemlich extrem lange, ne? Das war der Grund. Und das hat sich eben dann so ergeben, dass... Das könnte man auch als erzwungen auffassen, ne? Dass ich dann auf einmal so ein, zwei Stunden Parts gemacht habe. Aber ich denke mir halt, das hat seine Gründe gehabt, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Naja, ist auch wurscht. Hier ist da auch keine Spur von ihm. Hallo, ihr möchtet gern irgendetwas... Du da, kannst du uns weiterhelfen? Wir suchen nach einem Baumauern-Kerl. Und das ist keine Übertreibung. Er ist ungefähr so groß wie ein komplett ausgerolltes wie Petis lang ist. Uns kam zu Ohren, dass Team Flair aus irgendeinem Grund jedenfalls nach ihm sucht. Was genau er mit Team Flair am Hut hat, ist allerdings noch nicht klar. Ich habe hier übrigens etwa für dich. Nimm die hier bitte an, die hier, Sebi. Wie weißt du von meinem Namen, du Miststück? Habe ich dir das nicht schon erklärt mal? Oder gesagt? Ach Mist, ja, denn ein Gläser Thomas Nolz kann ich seinen Namen nicht. Ich war gerade einmal überlegen, da hättest du einschreiten können und sagen, ja, bei unserer letzten Begegnung, da hast du es ja gesagt, ne? Ich habe übrigens nur so getan, dass du so heißt. Eigentlich kenne ich deinen Namen gar nicht. Nee, nee, nee. Weiter im Klartext oder so. Ein gewisser Professor hat uns geschickt, um Team Flair das Handwerk zu legen. Du bist aus demselben Grund hier, stimmt? Setz dich keinen unnötigen Risiken aus. Okay, wenn du meinst. So, ist hier irgendetwas? Waren hier nicht Informationen oder so? Oder das ist Aftergame? Ich glaube, das ist Aftergame. Also nichts hier mit Erkunden oder sowas. So. Da können wir nicht lang. Da müssen wir lang. Wow, so viel Herumrätsel, als gäbe es keine schlimmeren Rätsel auf der Welt wie das hier. Oh mein Gott. Jetzt wird gepflegt, gekämpft und so. Der Part ist schon fast vorbei. Ich wollte eigentlich mehr Themen ansprechen. Naja. Ich glaube, das wird sich sowieso ein bisschen ziehen hier, dieses Team Flair-Gedöns. Deswegen ist es jetzt gar nicht so schlecht, ne, dass ich jetzt für die nächsten Parts auch noch etwas hier habe. Einfach Hitzewelle, warum nicht? Genau, so macht ein Glurak, wenn es Hitzezelle einsetzt, ja. Das ist die neueste Attacke, ne? Ich sag's euch.
Gen 7 wird es ein legendäres Pokémon geben, ein feuerlegendäres Pokémon, ne? Das hat Hitzezelle und das verbrennt all deine Zellen und das ist dann One-Hit-K.O. Das werdet ihr ja dann noch sehen. So. Ich hab's gar nicht nötig, gegen euch einen Mega-Klurak einzusetzen. Weißt du das, du Miststück da hinten, ne? So. 20 Minuten. Ein bisschen möchte ich hier aber noch aufwischen. Ein bisschen möchte ich hier noch aufwischen mit diesen... Rüppeln hier. Ich glaube, ich gehe da noch rein und dann, wenn ich da, das da drinnen hier abgeschlossen habe, das erkunden, dann mache ich hier Schluss. Es wird ein bisschen schade, dass jetzt Part 64 jetzt nicht so besonders war oder sowas. Naja, man könnte ja meinen, wir sind ja hier jetzt eingedrungen in dieses Lager. Das ist ja was Spezielles, aber egal. Gibt's denn sowas? Warum trägst du denn nicht das geniale Outfit von Team Flair? Ich mag zwar die rote Farbe, aber nein. Mein Kleidungsstil, den finde ich hier jetzt viel besser. Ah, verstehe, du willst nicht, dass es im Bett Falten schlägt, habe ich recht. Ich mag zwar die Farbe rot, aber so schön schaut ihr jetzt auch wieder nicht aus mit euren Klamotten. Muss ich dann auch sagen. Warum musstest du das Bett so intensiv? Hast du etwa vor, dich aufs Ohr zu hauen? Und noch was, kennst du dich mit dieser TM überhaupt aus oder so? Dankeschön. Jetzt geben sie mir auch noch Hilfe, ne? In Form vom TM geben und so. Ich glaube, hier kann man schlafen, ne? Ein kuschelweiches Bett. Ja. Sebi legt sich ins Bett und schläft sofort ein. Was haben wir bitte für ein sorgenloses Leben? Wir sind hier mitten im Lager des Feindes so gesehen und schlafen jetzt einfach mal so im Bett. Ist ja nicht so, als könnten die uns hier irgendwie dann gefangen nehmen oder gefesseln oder sowas. Und dann können wir ihre Pläne nicht mehr durchkreuzen, ne? Aber nein, Abfalle einmal ist leer. Genauso wie deine Seele. So. Dann würde ich sagen, das war's leider wieder mit diesem Part. Und ich glaube, dieses Item, das habe ich verpasst. Naja, ich werde offscreen da dieses eine Warpfeld hier nochmal durchsuchen gehen. Naja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, Leute, macht's gut. Immer schön positiv bleiben und tschüss.